Meine liebe Waage, herzlich willkommen zu deinem astrologischen Kanal. Mein Name ist Emmanuel von Zenstern und das ist die allgemeine Monatsprognose für Dezember 2020. Am 1. des Monats tritt Merkur in Schütze ein. Bis 21. Monatstag wirst du entweder geistig oder räumlich viel unterwegs sein. Man könnte viel zu lernen oder zu schreiben haben. Papierkram gehört selbstverständlich auch dazu. Wahrscheinlich wirst du dir mehr vornehmen, als es möglich oder richtig ist. Zwischen 2. und 6. Monatstag bilden Venus und Neptun einen Trigon. Du könntest von jemandem etwas hören, was dich emotional berühren könnte. Vielleicht solltest du dich nicht auf etwas einlassen, was für dich nicht gut ist. Okay? Positiv betrachtet könnte man schöne Gegenstände kaufen oder seine Umgebung schöner gestalten. Zwischen 7. und 9. des Monats haben wir Sonne Quadrat Neptun. An diesen Tagen dürfte nicht alles wunschgemäß verlaufen. Es gibt die Tendenz, eine Sache zu verlieren oder einen Fehler hervorzurufen. Wir haben dann zwischen 10. und 11. Sonne Trigon Mars. Zusammenarbeit dürfte den Vorrang haben. Viele Dinge werden sich reibungslos an diesen Tagen entwickeln. Zwischen 12. und 13. des Monats haben wir Merkur Quadrat Neptun. In der zwischenmenschlichen Kommunikation könnte jemand nicht die ganze Wahrheit sagen. Melancholische, getrübte und unerklärliche Gefühle und Gedanken können entstehen. Am 14. des Monats haben wir einen Neumond und eine Sonnenfinsternis in Schütze. Ein Besuch oder kleine Reise wäre in Sicht. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sollte man sich versichern, dass das Auto in einwandfreiem Zustand ist. Bis Jahresende können sich die Beziehungen zu einem Familienmitglied oder nahestehenden Person verschlechtern. Auch am 14. haben wir Saturn in Wassermann eingetreten. Bis März 2023 wirst du dich selbstständiger entfalten können, vor allem im beruflichen Bereich. Themen wie Kinder und Enkelkinder können je nach Geburtshoroskop mit Herausforderungen verbunden sein. Wir haben dann am 15. Venus in Schütze eingetreten. Bis 8. Januar 2021 wirst du dich stark mit den Problemen und Inhalten eines anderen Menschen beschäftigen. Du dürftest jemandem beim Lernen helfen. Es kann auch sein, dass du viele Pläne mit einer Person machst. Diese Pläne beinhalten ein gewisses Risiko. Das sollte man im Hinterkopf haben. Zwischen 17. und 19. Dezember haben wir Saturn und Jupiter im Wassermann eingetreten. Rechtsangelegenheiten in Verbindung mit Kindern oder mit der Gründung einer Firma können wichtig sein. Möglicherweise möchtest du beruflich neue Wege gehen, die dich näher zur vollständigen Ausübung deiner persönlichen Freiheit bringen. Wir haben dann zwischen 20. und 21. Jupiter-Konjunktion in Wassermann. Falls zutreffend, ist der Abschluss eines Studiums, Fortbildung oder Ausbildung mit dieser Konstellation bis Mai 2021 mit Erfolg gesegnet. Zwischen 22. und 23. bilden Pluto und Mars einen Spannungsaspekt. Und das heißt, Spannungen im Alltag können die zwischenmenschliche Kommunikation erschweren und Konflikte begünstigen. Dementsprechend ist ein hohes Maß an Toleranz und Verständnis erforderlich, meine liebe Waage. Dann hast du zwischen 24. und 28. Merkur Trigon Uranus. Ein Treffen mit Freunden und Bekannten ist unter Umständen möglich. Und dann zum Schluss, zwischen 30. und 31. Dezember beendest du das Jahr mit einem Vollmond in Krebs. Du beendest das Jahr 2020 mit einer Betonung auf die Gewährleistung von Sicherheit und Komfort. Diese Aussage betrifft insbesondere die Themen Wohnung, Haus, Familie und Arbeitsumfeld. Meine liebe Waage, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Dezember 2020. Wenn du eine genaue und persönliche
Prognose für die kommenden Jahre brauchst, bin ich immer da und du kannst gerne eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Gesundheit, frohe Weihnachten und alles Gute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleib gesund und bis zum nächsten Video.